Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Ja, wir hatten jetzt auch eine etwas längere Pause, da habt ihr auch nichts mehr von uns gehört. Aber hey, da sind wir wieder und natürlich mit neuem Content für euch wie immer. Genau, in dem heutigen Video habe ich mir überlegt, da wir übers Wochenende so ein bisschen was geplant haben, euch mal bei unseren Wochenend-Vloggen mitzunehmen. Und ja, ich würde jetzt auch nicht viel groß drumherum reden, wünsche euch einfach mal viel Spaß mit dem Video und los geht's! Ja, wir sind heute relativ früh wach geworden. Normalerweise schlafen wir am Wochenende ein bisschen länger. Wie jeden Morgen schicke ich Miki erstmal in den Garten, damit er sein Geschäft erledigen kann. In der Zwischenzeit hole ich sein Bad zum Auftauen raus und mache mir Frühstück. Zwischendurch schaue ich, was Miki so im Garten treibt und er scheint auf jeden Fall fertig zu sein. Deswegen schicke ich ihn auch wieder rein. Nach dem Frühstück gehe ich mit Miki erstmal eine Stunde spazieren. Wir sind jetzt zu Hause angekommen und ich fange schon mal an, mich fertig zu machen und packe meine Sachen zusammen. Wohin es genau geht, erfahrt ihr dann gleich nochmal von mir. Gucci. Guck mich mal an. Guck mich mal an. So, ja, ich sitze jetzt im Auto. Ihr habt euch sicherlich gefragt, wohin ich mich gerade so fertig mache. Und zwar, ich fahre jetzt gleich zu einer Ausbildungsmesse von meiner Firma. Wir haben da heute nämlich einen Stand und ja, da wollte ich mal kurz vorbeischauen. Ich denke, bleibt da auch nicht lange, vielleicht so ein Stündchen. Guck mir das, wie gesagt, ein bisschen so an. Mach vielleicht ein paar Fotos, weil ich bin ja bei uns in der Abteilung fürs Marketing zuständig. Und genau, Miki darf nicht mit. Miki bleibt ja, die Stunde halt allein zu Hause. Das macht nichts, das kriegt er schon hin. Und genau, dann würde ich sagen, bis später. Ja, das war's mit der Messe. Ich fand das ziemlich cool eigentlich heute, muss ich sagen. Bin jetzt aber auch schon wieder zurück und packe mir jetzt auch gleich sofort den Miki und wir fahren nach Düsseldorf. Ja, eine Runde spazieren, treffen uns auch gleich mit Niki. Wird, denke ich, ganz cool werden. Ja, seid gespannt und würde ich sagen, bis gleich. Wo ist der Hund? Wo ist der Miki? Ah ja. Da hat aber jemand geschlafen. Da hat jemand geschlafen. Da hat jemand in meinem Bett geschlafen, Mausi. Hallo. Gehen wir spazieren? Ha? Ja? Guten Morgen. Komm. Oh, warte. Los. So, guck mal, man sieht mich gar nicht wegen der Mütze, die ist voll auf der Nase. Ey. So, das Wetter hat sich doch nochmal gebessert. Irgendwie war es total crazy vorhin. Es hat geschneit, es hat geregnet, dann kam hin und wieder mal die Sonne raus. Aber ich hoffe, es bleibt jetzt so schön. Jo. Miki zieht. Ich glaube, wir gehen jetzt wieder an diese Stelle, wo ich ihn dann von alleine lassen kann. Ne? Ja. Dann kann er ein bisschen toben. Komm, wir gehen weiter. Und weg ist der Hund.
Alter, kann man nur so glücklich sein. Hier! Micky! Stopp! Stopp! So fein, ich geh schon aus der Puste. Micky ist ein Dickerchen, ne? Ja. Spaziergang sieht Micky mal wieder sehr schmuddelig aus, deswegen muss ich ihn erstmal abduschen, worauf er richtig Bock hat, wie man sieht. Danach geht unsere Reise eigentlich auch schnell wieder weiter. Wir fahren nämlich die Eltern von meinem Freund besuchen und die kleine Ponka, die die ganze Zeit versucht, mit Micky ein bisschen zu spielen, weil sie noch super süß und klein ist, aber Micky ist da nicht wirklich zu motivieren. Und wir haben natürlich noch den Geburtstag von meinem Freund nachgefeiert. Ja, heute sind wir auch früh wach geworden. Ich gönne mir auch erstmal ein leckeres Frühstück am Morgen. Währenddessen bereite ich auch Micky sein Bad vor. An Zusätzen bekommt Micky einmal die Woche Eierschein in Pulverform, einmal die Woche Dentapulver gegen Zahnstein und einige Tropfen Lachsöl zu jeder Portion. Für schönes und glänzendes Fell und regt zusätzlichen Appetit an. Da es gleich wieder auf Tour geht, habe ich schon mal einige Leckerlis mit eingepackt. So Leute, da sind wir wieder. Ja, wir sind heute nach Wuppertal gefahren zu den Scharpennacken. Hier fahren wir öfters mal so am Wochenende mal hin. Hier ist halt ja so ein Naturschutzgebiet, da lassen wir die Hunde immer von alleine. Wir treffen uns dann nämlich gleich mit dem Pablo, das ist mein bester Kumpel. Und die gleich mal miteinander ein bisschen spielen, ein bisschen toben. Und ja, zeige ich euch mal gleich. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Das Wetter ist auch gut. Zwar ein bisschen kalt, aber trotzdem sehr sonnig. Das reicht mir persönlich schon mal. Genau. Dann würde ich sagen, bis gleich. Sitz. Sitz. Mhm. Warte. Nee, aber dann, der weiß, das ist doch zu viel. Für fein. Ein Kommando. Und das ist der Pablo. Na komm mal her. Stopp. Stopp. Sitz. Na komm schnell. Sitzen.
Stopp, Sitz. 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 Na komm. Wir machen jetzt noch eine kleine Abendrunde und während Miki am Pennen ist, schaue ich noch ein bisschen Netflix. So, ja, das war's mit unserem Video heute. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über euren Support. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ja, und würde sagen, sehen wir uns schon bald bei dem nächsten Video von uns. Ciao!